Fraktionssprecherin Janine Wissler von der Landtagsfraktion der Linken. Wir sind hier, um den Zahllosen Opfern des Erdbebens und des Tsunamis zu gedenken. Wir sind hier, um Solidarität zu zeigen mit den Menschen in Japan, die fast alles verloren haben. Naturkatastrophen wie Erdbeben und Tsunamis, liebe Freundinnen und Freunde, die lassen sich nicht verhindern. Was aber verhindert werden kann, sind atomare Katastrophen, wie sie gerade in den japanischen Atomkraftwerken drohen. Und spätestens seit dem Unfall von Tschernobyl vor 25 Jahren ist klar, dass Atomkraft eine unbeherrschbare Risikotechnologie ist, dass der Betrieb ein Risiko ist. Der Transport ist ein Risiko und die Lagerung ist ein Risiko. Das Einzige, liebe Freundinnen und Freunde, was sicher ist an der Atomkraft, ist das Risiko und der Profit der Betreiber. Auch bei deutschen Atomkraftwerken besteht ein sogenanntes Restrisiko. Und gerade zeigt sich in Japan, wie ein derartiges Restrisiko aussehen kann, was es bedeuten kann, nämlich dass Tausende von Menschen gefährdet werden, dass ganze Landstriche gefährdet werden, radioaktiv verseucht zu werden. Und natürlich haben wir auch in Deutschland diese Gefahr. Wir sind kein Tsunami-Gebiet, wir sind kein Erdbebengebiet. Aber natürlich haben wir auch hier die Gefahr von Stromausfällen, von Flugzeugabstürzen, von Unfällen, die sich auch hier ereignen können. Und ich will auch daran erinnern, es gibt bis heute kein Endlager für atomare radioaktive Abfälle. Die rostigen Atommüllfässer in der Asse verbildlichen das ganze Desaster der Atommülllagerung. Und Politiker, die an anderer Stelle immer von Generationengerechtigkeit reden, die würden den nächsten 33.000 Generationen diesen hochradioaktiven Müll auf. Und deshalb müssen wir als erstes aufhören, diesen radioaktiven Müll zu produzieren, liebe Freundinnen und Freunde. Die meisten Menschen haben gedacht, dass der Atomausstieg beschlossene Sache sei. Aber die Realität hat gezeigt, dass man mit den Atomkonzernen einfach keine Verträge machen kann, weil sie halten sich schlicht und einfach nicht daran. Gesetze wurden gekippt, verfassungsmäßige Bedenken außer Kraft gelassen. Gegen alle Bedenken und gegen eine Mehrheit in der Bevölkerung wurden Laufzeitverlängerungen beschlossen. Die Bundesregierung hat damit den Großkonzernen extra Profite beschert, aber auf Kosten der Sicherheit der Bevölkerung, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb geht es hier auch um die Frage der Demokratie, weil immer mehr Menschen in diesem Land sich fragen, wer hier eigentlich die Spielregeln setzt. Und dieses ganze unwürdige Schauspiel um die Verlängerung der Laufzeiten zeigt, dass wenn man in diesem Land wirklich energiepolitisch etwas verändern will, dass man dann die Macht der großen Energiekonzerne brechen muss, weil die alles blockieren und weil die an dieser verantwortungslosen Atompolitik festhalten. Und jetzt erklärt die Kanzlerin, sie wolle die Laufzeitverlängerung für 3 Monate aussetzen. Das ist der lächerliche Versuch, so zu tun, als würden sie die Atomkraft ernsthaft hinterfragen. Das Motto kann doch nur sein, wir brauchen keine Worte, wir brauchen Taten und das heißt nicht aussetzen, sondern abschalten und zwar sofort. Sprechen, dann sprechen wir von einem der ältesten und unsichersten Reaktoren Deutschlands mit über 800 meldepflichtigen Störfällen. Biblis kann nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert werden. Biblis verfügt nicht über eine externe Notstandswarte. Biblis ist ein Schrott- und Pannenreaktor und deswegen muss Biblis sofort vom Netz gehen. Mindestens 80 sicherheitsrelevante Mängel in Biblis festgestellt, darunter auch das Notstandssystem, aber auch veraltete Materialien, Defizite beim Schutz gegen Erdbeben und Überflutungen. Trotzdem will uns das Umweltministerium weismachen, dass dieser Reaktor sicher sei. Das hessische Umweltministerium ist keine Außenstelle von RWE. Das hessische Umweltministerium und die Atomaufsicht ist den Menschen verpflichtet und nicht den Profiten dieser Konzerne. Thank you.
Jahrzehnten in die Förderung der Atomkraft gesteckt hätte, in die erneuerbaren Energien gesteckt hätte, liebe Freundinnen und Freunde, da wäre die Atomkraft, da wäre die Kohlekraft schon lange Geschichte. In der Bevölkerung gibt es eine deutliche Mehrheit gegen Atomkraft. Wir haben erst vor wenigen Monaten die größten Anti-Atom-Proteste anlässlich des Kasslers erlebt, die es je gegeben hat. Über 50.000 Menschen waren im Wendland, waren überall an der Strecke des Castors, haben dort die Schienen blockiert, haben dort demonstriert und haben gezeigt, dass sie nicht glücklich sind mit dieser Politik. Über 60.000 Menschen haben in Baden-Württemberg demonstriert und ich bin sicher, heute werden Zehntausende auf die Straße sein. Und ich denke, dann wird es auch möglich sein, die Atomkonzerne in die Knie zu zwingen. Wenn wir auf die Straße gehen und wenn wir auch vor ihren Werkstoren gegen diese unverantwortliche Politik demonstrieren, weil die Frage ist, von welcher Seite ist der Druck stärker? Von den großen Vieren oder von der Bewegung, von der Straße, von der Bevölkerung? Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, Atomkraft, wir müssen aussteigen und zwar sofort. Vielen Dank.